Ja, einmal ein Beispiel zum Thema Baumdiagramm und Pfadregeln, was ihr in der Stochastik immer wieder irgendwie vorfindet, um euch Sachen zu visualisieren. Ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen: 30% lieben Mathe. Ihr fragt jetzt die erste Person: Liebst du Mathe, ja oder nein? Und dann könnt ihr euch das visualisieren. Dann sagt sie ja entweder, sie liebt Mathe, ich nenne das jetzt mal Mathe lieben, oder sie liebt Mathe nicht. Dann mache ich jetzt so einen Strich drüber. Mathe lieben wäre 0,3, ne? Besser zum Rechnen, mit entsprechend dieser Schreibweise 0,7. 70% lieben dann Mathe nicht. Man hat jetzt die erste Person gefragt, jetzt fragt man die zweite Person, ja? Und die zweite Person kann entweder Mathe lieben oder Mathe nicht lieben. Weiterhin mit 30% und 70%. Und das Baumdiagramm geht hier weiter, falls die erste Person Mathe liebt und es dann entsprechend die zweite Person auch Mathe liebt oder nicht. Oder was ist, wenn die erste Person Mathe nicht liebt? Dann geht es hier genauso weiter. Die zweite Person kann wieder Mathe lieben oder Mathe nicht lieben. Wieder mit 30% und 70%. Es sei erwähnt, es gibt auch die Modelle ziehen ohne zurücklegen. Und verändern sich die Wahrscheinlichkeiten? Ich habe jetzt hier ein Beispiel genommen, wo die Wahrscheinlichkeit immer gleich bleibt. Und so würde es jetzt weitergehen. Ja, hier bei jedem würde es sich jetzt weiterentwickeln, immer mit Mathe lieben und Mathe nicht lieben. Ich stoppe jetzt hier und gehe jetzt auf die erste Pfadregel, nämlich entlang eines Pfades. Ja, also ein Pfad ist zum Beispiel Mathe lieben und Mathe lieben. Wenn wir jetzt nach einer Wahrscheinlichkeit suchen, dass von zwei befragten Personen beide Mathe lieben, ja, dann wäre das der Pfad, die erste Person liebt Mathe und die zweite Person liebt Mathe. Und das wäre die Wahrscheinlichkeit 0,3 mal 0,3 entlang eines Pfades wird multipliziert, ist 0,09 und das würde entsprechend 9% bedeuten. Ja? Zwei Personen gefragt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Mathe lieben? Entlang eines Pfades wird multipliziert. Zweite Pfadregel: Wenn mehrere Pfade interessieren für eine Aufgabenstellung, ja, dann schnappe ich mir die ausgerechneten Pfade und addiere sie. Das ist die zweite Pfadregel. Nehmen wir mal ein Beispiel von zwei Personen. Ja, sollte die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass entweder beide Mathe lieben oder beide Mathe nicht lieben. Beide Mathe nicht lieben wäre 0,7 mal 0,7 gleich 0,49. Das wären 49%. Und jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass entweder beide Mathe lieben oder beide Mathe nicht lieben. Dann würde ich diese beiden hier addieren und käme entsprechend auf 0,58, also 58%. Erste Pfadregel, zweite Pfadregel. Und das zieht sich auch durch, wenn es jetzt, ne, erste Person, zweite Person, dritte Person, vierte Person, zum Beispiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von vier Personen, vier befragten Personen, alle Mathe lieben? Ja? Dann bräuchte ich jetzt hier angerissen noch mal Mathe lieben, ja? Also ohne Pfeil. Naja, ihr wisst Bescheid, ne? Mathe lieben, ne? Und dann nochmal Mathe lieben. Also 0,3 mal 0,3 mal 0,3 mal 0,3. Entlang eines Pfades wird multipliziert. Wenn ihr entsprechend ausgerechnet habt und mehrere ausgerechnete Wahrscheinlichkeiten euch interessieren, wird dann addiert. So ein Baumdiagramm, sich deutlich zu machen, sollte man beherrschen, die Pfadregeln, und dann sollte der Rest eigentlich ein Kinderspiel sein.